Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder zu einem neuen Vlog eingeschaltet habt. Ich habe es mir mal wieder hier im Büro gemütlich gemacht, der Leo schläft gerade. Ich werde jetzt hier gleich arbeiten und ja, ich finde es ja im Hintergrund immer noch so toll. Ich habe es mir jetzt mal angemacht, obwohl ich nichts für den Babybauchclub filmen muss, aber irgendwie finde ich, es ist zum Arbeiten, kann man sich ja auch die Atmosphäre schön machen. Bevor es jetzt hier für mich am Laptop weitergeht, muss ich euch was zeigen, denn ihr glaubt es nicht, aber das muss ich jetzt zuallererst machen. Schaut mal, wer wieder bei mir angekommen ist. Ja, ich habe tatsächlich endlich meinen Austausch bekommen von meiner geliebten Vlogcam. Also das ist eine ganz, ganz neue unbezahlte Werbung. Und ja, ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für eine Odyssee war. Während ich die jetzt auspacke, muss ich euch das einfach kurz erzählen. Und zwar habe ich die Kamera ja mit euch zusammen weggeschickt. Das war ein Donnerstag. Nachmittags habe ich es bei der Post abgegeben. Freitag hatte ich direkt die E-Mail in meinem Posteingang. Das ist bei dem Versandhandel, wo ich das bestellt habe, schon angekommen. Das heißt, die Eingangsbestätigung habe ich schon gedacht. Wow, das geht schnell. Dann war ein langes Wochenende. Montag war Feiertag. Am Dienstag kriege ich schon die Versandbestätigung für das Ersatzprodukt. Und ich dachte, wow, Donnerstagnachmittag weggeschickt, Dienstag schicken die schon direkt was Neues raus. Da habe ich gedacht, cool, dann ist es Mittwoch schon da, dann muss ich kaum mit dem Handy vloggen, kriege ich ganz, ganz schnell meine Kamera wieder, beziehungsweise eine komplett neue. Es war Mittwoch, ich warte auf den Postboten. Habe ja die Bestätigung bekommen, hey, Paket ist auch, befindet sich auch in Zustellung. Hallo, mein Schatz. Oh, ist das so schön. Schaut mal. Sie ist wieder da. Sehr schön. Sehr cool. Ich warte am Mittwoch auf den Postboten. Kommt nichts. Irgendwann kriege ich die Nachricht, konnte nicht zugestellt werden. Stand irgendwas dran wegen, weiß ich nicht, Krankheit oder Ausfallfahrer. Egal. Habe ich gedacht, ja gut, komm. Am nächsten Tag dann. Donnerstag kriege ich auch die Info, jetzt hier mein Akku, der schon voll geladen ist, konnte nicht zugestellt werden. Und dann sitze ich Donnerstagabend da und denke, ich war doch den ganzen Tag da. Und normalerweise, wir haben ja auch so ein Paketkasten. Oh, hallo! Wir haben ja auch so ein Paketkasten, wo die Paketboten ja das auch einfach direkt reintun können. Also wir müssen nicht mal zwingend da sein. Ja, jetzt muss ich doch noch mal genauer in den E-Mails nachgucken, weil ich nämlich schon einen bestimmten Verdacht hatte. Und dann haben die das tatsächlich versucht, an meine alte Anschrift zuzustellen. Das heißt, da in der Wohnung, wo wir vorher gewohnt haben. Und ich hatte extra einen Zettel reingelegt. Achtung, ich bin mittlerweile umgezogen. Nicht einfach die Daten aus dem Kundenkonto nehmen, sondern bitte beachten neue Versandadresse. Ja, ich dann direkt am Abend noch eine E-Mail geschrieben. So, Achtung, das Paket wird nicht ankommen. Könnten Sie es mir bitte, bitte an die neue Adresse schicken? Und dann habe ich am nächsten Tag auch direkt schon eine E-Mail bekommen. Wo ist das? Da. Nein, wir sind nicht in London. Ich glaube, Paris muss man nehmen als Uhrzeit, ne? Das ist doch, glaube ich, unsere Zeitzone. Genau. Sehr schön. Ach, hallo. Ich bin so glücklich, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ach, sehr schön. Muss ich gleich die Einstellungen machen, dass ich dann direkt hiermit für euch weiter vloggen kann. Dann haben sie mir geschrieben, ja, sobald das Produkt wieder zu denen zurückgekommen ist, kriege ich eine Gutschrift auf mein Kundenkonto und ich kann es neu bestellen. Die schicken das automatisch immer an die Ursprungsadresse. Da habe ich gedacht, ja toll, super. Warum gebe ich mir dann die Mühe, das da reinzuschreiben? Oh, Leute, ich sag's euch, dann musste ich natürlich warten, bis der dritte Zustellversuch durch die Post erfolgt ist. Dann habe ich die Info bekommen, wird zurückgeschickt. Dann habe ich auch, glaube ich, noch mal ein paar Tage später dann die Gutschrift auf dem Kundenkonto gehabt. Und habe dann aber festgestellt, dass ich das damals, weiß ich nicht, ob das ein bestimmtes Angebot war von der Kamera oder ob der Preis einfach gestiegen ist, aber diese Gutschrift für diese alte Kamera hätte nicht gereicht, um diese Kamera einfach neu zu bestellen. Also ich wieder eine E-Mail hingeschrieben. Dann wollten sie mir zwischenzeitlich mein
nach meinem Kundensaldo einfach auszahlen. Ja, das bringt mir auch nichts. Dadurch kriege ich die Kamera ja nicht zurück, ohne dass ich nochmal draufzahlen muss. Also wieder E-Mail-Verkehr. Bis sie letztendlich dann gesagt haben, okay, sie machen einfach eine manuelle Rechnung und schicken mir das nochmal neu zu. Und ja, ich sage euch, das wäre so schnell gegangen. Ich verstehe auch nicht, warum die mir das nicht einfach nochmal neu zugeschickt haben. Also ich meine, sie ist ja schon einmal rausgegangen, die Kamera. Ich ja, habe es absolut nicht verstanden, aber ist egal. Ich habe sie jetzt wieder bei mir und freue mich. Mache jetzt kurz die Einstellungen und dann, ja. Tschüss, Handy-Vlogging. Ich hoffe, es war für euch okay. Und hallo wieder, ordnungsgemäßes Vloggen mit einer richtigen Kamera. So, da sind wir wieder. Ich hoffe, die Einstellungen passen jetzt soweit. Ich muss noch mal gucken, ob ich wirklich jetzt alles hier richtig eingestellt habe. Muss ich dann noch mal in Ruhe gucken. Ich muss jetzt auf jeden Fall, kann jetzt auf jeden Fall erstmal filmen. Das ist schon mal die Hauptsache. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob es ja soweit für euch in Ordnung war oder ob es ja furchtbar war, die Videos in der letzten Zeit anzugucken. Wenn ja, tut es mir echt leid, aber wir haben die Durststrecke jetzt gemeinsam überstanden. Ich fand es auch nicht toll, aber ja, ne? Jetzt haben wir es geschafft. So, ich muss jetzt aber die Feineinstellungen mache ich vielleicht heute Abend. Ich werde jetzt die Zeit nutzen, in der der Leo schläft. Ich muss nämlich dringend weiterarbeiten. Wenn ihr mir auch auf Instagram verfolgt. Wenn ihr mir auch auf Instagram folgt, wisst ihr, dass ich in letzter Zeit ganz, ganz, ganz viel wieder am Babybauchclub gearbeitet habe. Ich habe euch berichtet, dass ich die Struktur einmal komplett ja, über den Haufen schmeiße. Da habe ich in letzter Zeit auch ganz, ganz, ganz lange dran gearbeitet und ich bin jetzt auch so weitestgehend fast fertig. Genaueres berichte ich euch dann aber auf jeden Fall nochmal, wenn es soweit ist. Ich habe auf jeden Fall jetzt die ganzen Vorbereitungen dafür getroffen. Das war super viel Arbeit. Deswegen waren jetzt auch wirklich eine ganze Zeit lang diverse Communities nicht buchbar. Aber mittlerweile sind wieder alle Communities buchbar. Das heißt, wo sind wir jetzt gerade? Lasst mich mal kurz gucken. Ne, falsche Übersicht. Hier müssen wir rein. Genau, also die Februar-Babys 2023 bis jetzt, ja, Juli 2022. Also alles, was dazwischen ist an errechneten Geburtsterminen, sind alle gerade verfügbar. Das heißt, wenn ihr Mitglied werden wollt, habt ihr weiterhin jetzt die Möglichkeit. Und wenn diese Änderung von der Struktur online geht, da werde ich, wie gesagt, nochmal drüber genau sprechen, kriegt ihr diese automatisch. Also da müsst ihr jetzt keine Angst haben, beziehungsweise denken, ihr müsst jetzt warten, bis das alles neu greift. Ich, wie gesagt, erkläre es nochmal genauer. Ich habe hier einfach ja, ein Feedback von einer Kundin bei mir im Club lange Zeit überdacht, ob ich das so möchte oder nicht. Bin dann zu dem Entschluss gekommen, es ist viel, viel besser so. Ganz anders, als ich es jetzt bisher aufgesetzt habe. Dadurch habe ich aber intern ganz, ganz, ganz viel umstellen müssen, dass das überhaupt alles so funktioniert. Das hat sehr, sehr viel Hirnarbeit gekostet, mir erstmal zu überlegen, wie mache ich das überhaupt. Dann hat es viel Arbeit in der Umsetzung gekostet und jetzt bin ich aber soweit. Genau, aber da kriegt ihr die Änderung automatisch. Also ihr müsst jetzt nicht darauf warten, sondern könnt auch gerne jetzt schon direkt buchen. Es ist jetzt alles wieder verfügbar. Und ja, ich kündige es jetzt schon mal an. In relativ zeitnah, ja, ein bisschen brauche ich noch, aber der Club wird auch teurer werden. Hat diverse Gründe, erzähle ich dann auch nochmal. Wenn ihr jetzt bucht noch zum alten Preis, behaltet ihr den auch für eure komplette Mitgliedschaft. Das heißt, auch wenn der Preis dann irgendwann steigt, ihr behaltet euren alten Preis. Das heißt, wenn ihr schwanger seid und Mitglied werden wollt bei mir im Club, werdet es gerne jetzt. Und ich werde mich jetzt noch um etwas anderes kümmern. Ich muss mal gerade gucken, wo habe ich es? So, gefunden. Hier sind nämlich ja, diverse Ausdrucke aus dem Babybauchclub. Zum Beispiel der Schwangerschaftscountdown, wo ich selber abgehakt habe. Kliniktaschen, Checkliste. Hier ist ein Teil. Naja, hier ist auch die ich abgehakt habe. Das kriegt ihr alles von mir im Club. Dann habe ich hier einen Auszug aus dem Schwangerschaftstagebuch. Und genau, worum es mir jetzt aber eigentlich geht, der ohne Mama Notfallplan. Worum es mir jetzt aber eigentlich geht, jetzt nicht wundern, das ist hier noch das alte Design. Und das ist auch tatsächlich das, was ich benutzt habe. Und zwar geht es um die Ovulationstestreihe.
Die kriegt ihr ja kostenlos von mir, könnt ihr euch gerne auf meiner Homepage downloaden. Ist unter anderem auch Bestandteil von meinem Online-Kurs, der auch immer noch kostenlos ist. Einmal schwanger bitte, wo ich euch Tipps dazu gebe, ja, was ich getan habe, um meinen Körper zu unterstützen, um möglichst schnell schwanger zu werden. Wie gesagt, ist kostenlos. Da ist auch diese schöne Übersicht hier dabei. Wie gesagt, nicht die, das hier noch die, das alte Design, als ich noch lila war. Jetzt ist es ja mittlerweile in diesem Altrosa und Bärenton. Da habe ich ein bisschen rumprobiert. Und den möchte ich gerne überarbeiten, weil auch an alle, die das bei mir downloaden, die kriegen dann von mir nach einer Zeit eine E-Mail. Hey, bist du damit zufrieden? Gefällt dir die Übersicht? Gibt es vielleicht noch irgendwas, was dir fehlt, was du da gerne eintragen möchtest? Also man sieht hier, ich zeige euch jetzt einfach mal, wie es aktuell aussieht. Also ihr habt hier vorne die Möglichkeit, Datum einzutragen. So müsste es eigentlich gehen. Dann die Uhrzeit, wann ihr den Test gemacht habt. Dann den Zyklustag. Hier oben eben auch, um welchen Zyklus es sich überhaupt handelt. Dann das Herzchen versteht sich, glaube ich, von alleine. Und dann habt ihr hier die Möglichkeit, eben eure ganzen Tests auch 2 Stück pro Reihe einzukleben, falls ihr, weiß ich nicht, kurz vorm Eisprung dann eben morgens und abends oder so einmachen wollt. Dann könnt ihr hier die Hippelphase auch abhaken. Das heißt, ihr hattet den Eisprung und müsst jetzt dann so und so lange warten, bis sich eben ja dann hier unten etwas tut. Da könnt ihr eben dann auch eintragen, keine Ahnung, Zyklustag, weiß ich nicht, 20, 21, 22 und dann hier abhaken. Und dann geht es eben dann hier unten weiter, wenn ihr dann eben auch ja, HCG testen könnt. Das ist dann hier unten eben auch nochmal. Und das ist das der Zyklus, in dem ich schwanger geworden bin? Ich weiß es gar nicht. Es könnte durchaus sein. Ja, ich glaube, hier unten habe ich nämlich dann schon, ja, wie sagt man, orakelt, genau. Genau. Und hier habe ich dann eben mittlerweile auch schon sehr, sehr viele Rückmeldungen von Kundinnen bekommen, dass sie es so super finden, dass sie diese Übersicht kostenlos bei mir bekommen. Und eben auch noch 1, 2 Dinge, die sie toll finden würden, die man da auch noch eintragen kann. Und das möchte ich jetzt ehrlich gesagt gerne umsetzen. Die Übersicht, so wie sie jetzt ist, ist, glaube ich, ja, 2 Jahre alt. Genau, ich hatte nämlich vor ein paar Tagen auch den ja, Jahrestag sozusagen, an dem ich mit Leo positiv getestet habe. Das ist jetzt auch schon 2 Jahre her. Und kurz davor, ich glaube, ist das zum Muttertag damals gewesen, 2020, habe ich das eben auf den Markt gebracht. Und habe mittlerweile, wie gesagt, super viel Kundenfeedback bekommen oder allein auch nur eine Danke-E-Mail. Hey, voll schön, dass du dir das, dass du dir die Mühe machst und dass du uns das kostenlos zur Verfügung stellst. Das heißt, das möchte ich jetzt einmal gern überarbeiten und dann auch online stellen zum Download. Und ich habe das unter anderem deswegen gemacht, weil ich das einfach irgendwie, ich meine, bei Nino damals habe ich auch diese ganzen Ovulationstests einfach auf irgendein kariertes Papier geklebt, ja, zum Schmierzettel eben. Und ich sehe, habe das auf Instagram so, so oft gesehen, habe gedacht, warum eigentlich? Also diese Kinderwunschzeit, diese Phase, wo es eben wirklich gerade hier in der heißen Phase geht, Eisprung bestimmen und dann eben zu warten, bis man gegebenenfalls hoffentlich positiv testen kann. Das ist doch so eine, ja, besondere Zeit. Warum macht man das nicht irgendwie auf einem schönen Papier? Was man dann, wenn man möchte, gegebenenfalls dann sogar aufheben kann, in der Erinnerungskiste packen kann, wenn man eben sowas aufheben möchte. Und deswegen war es mir eben da einfach wichtig, ja hier wirklich eine schöne Übersicht zu kreieren, die übersichtlich ist, die funktional ist, aber eben, ja, die schön genug ist, um, dass man sich eben auch freut, damit zu arbeiten, aber eben gegebenenfalls auch aufzuheben. Und das ist eben auch was, wo ich hier mit meinen ganzen Unterlagen vom Babybauchclub auch so Wert drauf gelegt habe, auf ein optisch ansprechendes Design, wo es eben Spaß macht, hier Checklisten noch abzuhaken, aber auch die ganzen Workbooks, die sind im ähnlichen Design gestaltet, dass man wirklich ja gerne damit arbeitet, gerne ja, sich die Gedanken, die ich empfehle zu machen oder die Ausarbeitungen dann wirklich auch zu notieren, dass man das eben auch gerne macht und dass man eben dann, wie gesagt, sowas dann auch aufheben kann, weil es eben einfach auch schön ist und nicht nur irgendwie ja eine Checkliste auf irgendeinem Fresszettel runtergeschrieben und sondern damit arbeitet man, denke ich, wirklich sehr, sehr gerne. Und da werde ich jetzt rangehen, das zu überarbeiten, solange der Leo schläft. Jetzt muss ich gerade mal noch gucken, wo die ganzen Rückmeldungen sind. Die habe ich mir nämlich alle schon zusammengeschrieben. Ja, und euch gebe ich natürlich Bescheid, sobald es auf meiner Homepage zum Download zur Verfügung steht. Ich habe jetzt bald alle Änderungen drin, die ich haben wollte. Und jetzt zeige ich euch mal, was die Änderungen überhaupt sind.
So, schaut mal, ihr könnt es jetzt hier auf dem Laptop hoffentlich gut erkennen. Wir haben jetzt hier eine neue Spalte Basaltemperatur. Das heißt, für alle, die zusätzlich Basaltemperatur messen, können jetzt hier die Temperatur eintragen. Ihr könnt euch eine Notiz machen zu eurem Cervix-Schleim. Und hier könnt ihr noch eintragen, ob der LH-Test positiv oder negativ war. Das war ein Wunsch. Dementsprechend habe ich das hier unten jetzt auch eingefügt, das Plus-Minus. Und was es jetzt dann auch neu geben wird, eine Seite, wo unten diese HCG-Testreihe nicht dabei ist. Das heißt, nochmal mehr Platz für Ovulationstestreihen. Wobei diese Zeilen, wie gesagt, breit genug sind. Hier könnt ihr es auch nochmal sehen, um wirklich auch zwei Tests in einen Tag reinzukleben. Aber genau, diese zwei Versionen wird es jetzt dann geben. Die lilane Version, also diese fliederfarbene hier, die wird es nicht mehr geben, sondern jetzt wirklich rein nur noch meine Farben. Genau. Und das werde ich jetzt noch einmal ausdrucken, um nochmal wirklich zu schauen, ob das mit den Breiten so stimmt. Und wenn das alles passt, dann packe ich es euch auf jeden Fall auf meine Download-Seite. Den Link packe ich euch schon mal unter dieses Video. Das heißt, wenn ihr diese ganz neuen Versionen jetzt haben wollt von meiner kostenlosen Ovulationstestreihe von der Übersicht, klickt gerne da drauf. Wenn es irgendwelche Probleme mit dem Download gibt, dann schreibt mir sehr, sehr gerne. Es ist irgendwie immer mal wieder, dass sich Mädels bei mir melden, oh, es klappt nicht. Und dann schicke ich einfach nochmal gerne meine Anleitung, wie der genaue Download funktioniert. Und dann klappt es in der Regel auch ganz gut. Aber wenn da irgendwas nicht funktioniert, dann schreibt mir bitte jederzeit sehr, sehr gerne. Dann helfe ich euch auf jeden Fall weiter. Genau, und ich werde jetzt hier noch ein bisschen vor mich hinarbeiten. Ein paar Sachen sind noch offen, aber ich bin froh, dass ich das jetzt schon mal erledigt habe. Und dann wird mein Baby bestimmt auch bald aufwachen. Wie man hören kann, wie viele Teile hast du denn da jetzt an, diese Autos? Hier machen sie mich ja wahnsinnig, aber sie beschäftigen den Kleinen ganz gut. Ja. Hier, ne? Deine Autos. Überall quakt es jetzt und tut es jetzt. Jetzt warten wir kurz drauf, das Mittagessen abkühlt. Das habe ich gerade in der Mikrowelle warm gemacht. Und ich habe gesehen... Ach, was machst du? Hallo? Hier, wo ist der Traktor? Hier ist der Traktor. Ich habe gerade gesehen, dass ich heute Morgen noch gar nicht meine Tablette genommen habe, meine Kapsel. Ich habe nämlich, ehrlich gesagt, vor ein paar Tagen angefangen, diese unbezahlte Werbung mal wieder, diesen Brokkoli-Extrakt hier zu nehmen, weil ich gelesen habe, dass das gegen Haarausfall helfen soll. Also ich habe mich für die hier entschieden, weil die unter anderem sehr, sehr gute Bewertungen bekommen haben, keine unnötigen Füllstoffe drin sind, ohne Gentechnik und so weiter. Und da auch noch schwarzer Pfefferextrakt mit dabei ist. Und ja, ich versuche das jetzt einfach mal, weil es riecht schon recht heftig. So sehen die kleinen Tablettchen aus, also ganz normale Kapseln eben. Aber es ist seit 2-3 Wochen so heftig mit dem Haarausfall, dass ich echt gesagt habe, ich muss irgendwas tun. Es ist nicht normal, es ist wirklich nicht normal. Und ich nehme jetzt einmal am Tag diese. Und ich hoffe einfach, dass es irgendwie hilft. Das hilft auch noch gegen ganz, ganz, ganz viele andere tolle Sachen. Ich verlinke euch die hier mal. Schaut am besten mal vorbei. Also ich kenne das ja mit dem Haarausfall nach der Schwangerschaft, wenn sich die Hormone wieder umstellen. Oder was machst du denn da, Baby? Oder wenn man abgestillt hat. Ich hatte das auch nach der Schwangerschaft. Ich hatte es auch schon in der Schwangerschaft diesmal. Aber abgestillt habe ich immer noch nicht. Und ich wüsste jetzt nicht, was jetzt gerade sich bei mir im Körper so extrem umstellt. Hi! Dass das wieder so auftritt. Also es ist wirklich nicht nur so, dass mal ein bisschen Haare mehr ausfallen, sondern es ist wirklich heftig. Also nach dem Duschen neulich habe ich wirklich gedacht, was ist das? Wenn ich mir eine Haarmaske reinmache... Hey, stopp! Ah.
Wenn ich mir eine Haarmaske reinmache vorm Duschen, bürste ich danach die Haare mit so einer speziellen Haarmaskenbürste. Da sind schon ganz, ganz viele dann auf dem Boden oder in der Bürste dann drin. Dann beim Duschen, wow, also wirklich Büschel. Nach dem Duschen, Haare bürsten, das Gleiche. Beim Föhnen, nach dem Föhnen. Also wirklich, das sind Büschel, riesengroße Büschel, wenn ich das dann nachher alles zusammen fege im Bad und vom Boden aufhebe und mir hier dann rausziehe. Also jedes Mal, wenn ich da reingehe, habe ich da irgendwelche Haare in der Hand und es ist wirklich abnormal viel. Und ich habe jetzt echt gedacht, ich muss irgendwas versuchen, dass ich das in den Griff kriege. Und ich versuche es jetzt mit diesen Brokkoli-Extrakt-Kapseln. Ich sage, wenn das so weitergeht, habe ich bald keine Haare mehr auf dem Kopf. Es kommen zwar hier oben wieder kleine nach, aber das ist echt krass, was mir gerade so ein bisschen Sorge bereitet. Ne? Ja, deswegen muss ich jetzt mal gucken, ob ich das irgendwie in den Griff bekomme. Ne? Was ist denn los, Benami? Also ich kann es mir wirklich absolut gar nicht erklären. Wenn ihr damit irgendwelche Erfahrungen habt oder es euch ähnlich geht oder ihr da was genommen habt, was euch geholfen hat, dann schreibt mir das sehr, sehr gerne mal. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich da weitermachen soll. Beziehungsweise was ich noch machen soll, wenn dieser Brokkoli-Extrakt jetzt nicht hilft. Also schädlich finde ich es jetzt wie gesagt nicht. Es ist ja ein Naturprodukt und hilft auch noch dem Körper bei ganz, ganz anderen vielen Sachen. Beim Abnehmen soll es ein bisschen helfen, was ja bei mir auch nicht schaden kann. Da bin ich übrigens gerade auch wieder dran, sehr, sehr auf meine Ernährung zu achten, beziehungsweise langfristig sogar umzustellen. Was ist los? Kommst du nicht hoch? Ja, doch, hat es geklappt? Hat es geklappt? Ja, aber wie gesagt, ich finde es gerade wirklich furchtbar und super unangenehm. Nun, was du? Was klappt gerade nicht? Okay. So eine kleine Plappertasche zur Zeit, der redet manchmal wirklich ohne Punkt und Komma und so richtig. Ja, ich habe hier das Gefühl, richtige Wörter schon, nur dass ich sie halt noch nicht verstehe. Hi. Hi. Also da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf, wenn ich mich dann wirklich mal mit ihm unterhalten kann. Aber er redet wirklich sehr, 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 sehr viel. Ja, der Guy? Da. Aha. Da. Ja. So ein schönes Alter. So ein tolles Alter. Ja. Ja, Download ist übrigens verfügbar von der neuen Version Ovulationstestreihe. Also ich habe es jetzt mal schon zur Verfügung gestellt. Schaut gerne mal da vorbei. Ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar hinterlassen, wenn ihr da auch noch Änderungswünsche habt, beziehungsweise was ihr noch brauchen könntet oder mir ein Feedback dazu geben wollt, bin ich immer sehr, sehr, sehr happy. Und ansonsten werden wir jetzt mal Mittagessen. Da! Da! Nach dem Mittagessen werden wir schon wieder losgehen, die Nino holen. Genau, von daher, ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis dann!